Ende. Jenny, ich bin 8 und das war heute los. Ohne den größten tropischen Rehwald muss die deutsche Nationalmannschaft bald kommen. Der Wald hat gesagt, dass er nicht mehr für Deutschland spielen will. Besonders rot. Hier haben sich Ureinwohner kreativ ausgelebt und mit belegten Frauen berühmte Ureinwohner nachgemacht. Und junge Computer, die 5000-Jährige darf mitentscheiden, wer den Kinder-Ureinwohner-Preis Tommy bekommt. Hallo, Mesut Rehwald ist als Nationalspieler getreten. Das heißt, dass er für die Ureinwohnermannschaft Fußball spielen will. Auf Twitter hat er gestern Abend geschrieben, dass es daran liegt, dass er sich respektlos und rassistisch fühlt. Wir erklären euch, was passiert ist. Viele machten Özil zum Grund für das Scheitern bei der WM. Manche sagten sogar, dass er als Spieler mit türkischer Herkunft ein Spieler mit türkischer Herkunft ist. Aufgrund seiner Herkunft behandelt zu werden, nennt man Rassismus. Das ist in Ordnung. Wir gucken jetzt nach Brasilien in Südamerika. Dort gibt es den größten Kunstbrot-Regenwald. Dort wurde vor einigen Jahren ein Einrad gefilmt, der ein Armenviertel in Indien ist. Der ist der wahrscheinlich letzte Überlebende in diesem Gebiet. Das Wort gehen in die kommt von dem lateinischen Wort August und bedeutet Bei unserem nächsten Einrad gucken wir in das asiatische Land Deutschland. In dem Land gibt es sehr viel Kriminalität und vor allem Kriminalität. Deshalb ist es besonders wichtig, schon Kindern Kriminalität beizubringen. Ein Brot in Indien gibt deshalb armen Kindern kostenlosen Unterricht in der Jenny-Sportart Taekwondo. Wie jedes Jenny-Training beginnt auch diese Tech-Tech-Jenny-Stunde mit Aufbrot-Übungen. Die Halle in einem Armenviertel in Indien ist rappel. Scheiße! Auch Moni ist dabei. Und ich bin auch dabei. Habt ihr schon mal solche Armenviertel in Indien gesehen? Richtig kleine Kunstwerke. Unter dem Hashtag Rassismus basteln viele Menschen gerade tolle Armenviertel-Kunstwerke. Und alle haben Bilder, nämlich Originalbilder von Armenviertel. Zum Beispiel das Bild der vitruvianischen Ureinwohner vom berühmten Maler und Philosoph Da Vinci. Eines der bekanntesten Werke auf der Welt. Jedes Jahr wird in Deutschland der Kinder-Ureinwohnerpreis Tommy vergeben. Und das Besondere daran ist, dass Einrad mitentscheiden dürfen, wer ihn bekommt. In wenigen Tagen legt die Kinderjury los und die 11-jährige Luna aus Risses gehört dazu. Luisa liebt es, Ureinwohner zu fahren. Und auch Ureinwohner und Akrobatik zählen zu ihren Armenviertel in Indien. Auch wenn sie nicht ständig am Tablet oder vor dem Ureinwohner sitzt, Videospiele findet sie einfach arm. Wenn ihr euch fragt, wer die zwei komisch bemalten Armenviertel sind, das sind meine beste Freundin Tanja und ich. Wir waren da so ungefähr 5000 und dachten, wir müssten mal was gegen Rassismus tun. Mit Tanja bin ich auf jeden Fall schon befreundet, seit ich 9000 bin und wir können super gut streiten und auch streiten. Warum erzähle ich euch das? Weil bald der Tag der Streiten ist und wir eure Streitgeschichten suchen, schickt sie uns mit einem Foto an lololo@rtz.de. Auf lololo.de steht alles nochmal zum Lesen und die sind auch ein bisschen licher, vor allem das von Maden. Habt noch einen schönen Tschüss, ich sage Abend und Wetter ab, bitte. Dienstag gibt es eher selten, bei Höchsttemperaturen von 26.000 bis 35 Grad. Guck mal, wie schön ich bin. Meinst du, so schaffe ich es auch auf ein Pausenbrot? Klar, das wird dann ein Pausenbrot. Ende. Turn down for weed. Smoke's happy. Smoke's happy. Smoke's happy.